Hallöchen und herzlich willkommen zu dem Wochenvlog Nummer 6, müsste das jetzt sein, richtig? Ich habe gerade Pause, es ist Donnerstag, ich fange Donnerstag mit einem Wochenvlog an, das ist auch ganz... Aber der Rest der Woche, der war so... Nee, der war praktisch gar nicht existent, deshalb fange ich jetzt erst an. Und ich habe gerade Mittagspause und sitze im Auto, weil es ist draußen einfach, ich weiß nicht, minus 5, minus 6 Grad. Das ist auf jeden Fall eisekalt. Und da mein Auto hier in der Sonne parkt, ist es hier drin unfassbar schön warm. Und ich dachte mir, okay, du setzt dich jetzt ins Auto und wärmst dich erstmal auf. Und jetzt sitze ich hier und dachte mir, ich könnte ja mal ein bisschen... euch voll labern und ja, es ist heute Weiberfastnacht, meine Güte. Ich habe natürlich nichts mit Karneval im Hut, deshalb geht mir das ziemlich am allerwertesten vorbei. Aber wir haben heute ein sehr schönes Frühstück gemacht auf der Arbeit mit unserer Abteilung. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich gestern freiwillig dazu gemeldet, die Brötchen zu holen. Und das habe ich dann heute Morgen getan. Und ja, prompt wurde ich jetzt zur Brötchenbotschafterin ernannt, weil die Brötchen, die ich geholt habe, so super lecker waren. Und die Leute nur noch die Brötchen haben wollen, die ich bei uns beim Bäcker hole. Ganz toll. Jetzt bin ich Brötchenbotschafterin oder sowas. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich habe eben eine Nachricht an meine Mutter geschrieben und gefragt, ob denn mein Paket da ist, denn sie hat mir schon ein Geburtstagsgeschenk bestellt, welches heute ankommen müsste. Und ich würde das wirklich fürchterlich gerne anprobieren, denn es ist eine neue Übergangsjacke. Wenn es mal demnächst hoffentlich wieder ein bisschen wärmer wird und ich nicht mehr diese fürchterlich dicke Winterjacke tragen muss, die mich immer aussehen lässt wie so ein Marshmallow-Mann von Ghostbusters, I don't know. Und ja, da habe ich natürlich noch keine Antwort bekommen. Naja, und ansonsten werde ich jetzt meine restliche Pause genießen, welches, glaube ich, gar nicht mehr so lange ist. Vielleicht noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und dann werde ich noch eine Stunde, anderthalb Stunden arbeiten und dann geht's ab nach Hause. Und dann muss ich mal gucken, was ich so mache. Ich habe übrigens den Karton immer noch nicht auseinandergeschnitten, den ich da in der Küche stehen habe. Und die Couch steht immer noch in der Küche. Und eigentlich ist wirklich nichts passiert seit dem letzten Vlog. Ja, so ist das halt. Hakuna Matata. Oh, holy moly, meine Güte. Ich habe endlich meine neue Grafikkarte eingebaut bekommen. Und sie funktioniert sogar. Aber es war eine sehr, sehr, sehr langwierige Prozedur, schwere Geburt und weiß ich nicht, was sonst noch. Oh. Aber es ist vollbracht. Und jetzt brauche ich nur noch ein bisschen neuen Arbeitsspeicher und hier und da so ein paar Kleinigkeiten. Und dann habe ich einen super coolen PC. Hoffentlich. Mal sehen. Ja, gut. Meine Jacke ist auch angekommen. Die seht ihr da jetzt im Hintergrund leider nicht so wirklich, weil es da dunkel ist. Aber da hängt sie. Und auch die passt sehr gut, was ich auch sehr gut finde. Allerdings, wenn ich die zumache, ist sie ein bisschen eng. Ich glaube, ich muss wirklich mal gucken, dass ich dieses Jahr ein paar Kilo abnehme. Damit die Jacke ein bisschen besser passt. Also sie passt so auch, ich kriege die zu und so, aber sie ist doch ein bisschen eng. Ich muss ein bisschen die Luft anhalten dabei. Deshalb muss ich mal gucken, mir einen Plan machen und mal so, ne, ein bisschen ein paar Kilo abspecken. Das schadet ja nicht, ne, vor allem nicht mir. So, cool. Der Donnerstag ist rum. Es ist 9:30. Ich werde mich jetzt gleich ein bisschen hinlegen und dann was lesen und dann schlafen. Und dann ist morgen Friday. Und ratet mal, wer morgen schon wieder Brötchen mit auf die Arbeit bringen darf. Der Brötchenbotschafter. Weil... ja, es ist irgendwie noch so viel Belag da gewesen und da haben wir uns gedacht, dann machen wir einfach morgen noch ein Frühstück.
kann man mal machen. Finde ich super. Wird ein sehr chilliger Tag morgen, weil viele Leute nicht da sind, weil wegen Karneval und so. Ja, genau. Das war's für heute. Und ich hoffe, morgen dann schön ins Wochenende zu starten. Und dass dann vielleicht noch mehr passiert. By the way, ich habe es tatsächlich geschafft, den letzten Karton heute noch auseinanderzuschneiden, während hier mein Bruder hier mit dem Computer beschäftigt war, was mir leider irgendwann viel zu langweilig wurde. Deshalb habe ich dann den Karton auseinandergeschnitten und ich habe alles rausgebracht. Und yay, jetzt ist nur noch so eine Pappe, die auf dem Boden liegt. Und ich bin tatsächlich ernsthaft am Überlegen, die da einfach liegen zu lassen, weil der Boden ist so einfach sehr viel weniger kalt als ohne die Pappe. Und ein bisschen traurig ist das, aber ich glaube, ich werde sie früher oder später doch entfernen müssen. Naja, so, gute Nacht, wir sehen uns morgen. Nimmt es auf, es nimmt auf. Oh, ladies and gentlemen, it's Friday, it's the weekend. Oh, geil. Und ja, ich stand heute vor der wirklich schweren Entscheidung, koche ich selber oder bestelle ich was zu essen? Und ratet mal, wofür ich mich entschieden habe. Ich habe hier diese unauffällige braune Tüte, wo nicht McDonald's draufsteht. Das ist kein McDonald's-Essen. Aber nichtsdestotrotz sind es ein paar geile Dinge, welche ich euch mal zeigen möchte. Und zwar haben wir hier einmal ein paar geile Chicken Nuggets. Und hier habe ich, oh Gott, oh nein, eine Dose Cola, dort, genau dort, da, Cola und einen geilen Burger, der hoffentlich geil ist. Nein, das ist gar kein Burger, das ist, oh, Wedges, geil, Wedges und noch mehr Wedges, wie viele Wedges habe ich? So, Burger. It's Burger Time. Gucken wir mal an. Oh, toll. Klappt super. So, Ladies und Gentlemen, da das ja jetzt gerade nicht so gut funktioniert hat, hier nochmal dieser wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne Burger, der überhaupt nicht scharf wird. Könntest du bitte? Nein? Okay. Ja, der sieht sehr geil aus. Den werde ich jetzt probieren. Aber ich melde mich gleich. Hallöchen an diesem wunderbaren Samstag, welcher eigentlich gar nicht so wunderbar ist. Denn das Wetter, das ist leider echt. Es ist nicht einfach nur saukalt, sondern es regnet und Schnee regnet und schneit und regnet dann wieder den ganzen Tag und es ist draußen so neblig, dass es so richtig so, da will man sich doch einfach nur ins Bett verkriechen und einfach nur nichts machen. Aber das geht natürlich nicht. Ich war heute schon ein bisschen einkaufen und es ist jetzt 3:30 und ich habe gerade den widerlichsten Job der Welt gemacht. Ich habe nämlich meine Fritteuse sauber gemacht, welche ich seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder so bestimmt nicht mehr benutzt habe. Aber ich habe Bock auf Pommes, deshalb brauche ich diese Fritteuse und musste sie sauber machen, was wirklich, wirklich, wirklich widerwärtig war. Aber jetzt ist sie sauber und die Fritten sind schon in der Mache und dazu werde ich mir noch ein bisschen Fleisch machen. Ich habe da so beim Lidl so eine Hähnchenspieße so mit so einer Cornflakes-Panade. Das sah ziemlich geil aus. Die werde ich mir dazu machen. Und dann werde ich meine neu angefangene Serie weiter angucken. Denn ich habe letztes Wochenende war es, glaube ich, tatsächlich mal angefangen, Game of Thrones zu gucken. Ich habe mich da bislang immer vorgedrückt, weil alle Leute sagen, dass das eine ganz wunderbare Serie ist. Und immer wenn alle Leute sagen, dass es eine ganz tolle, geile Serie ist, dann fand ich sie bislang leider immer sehr, sehr scheiße. Das war bei Breaking Bad war das so. Da haben alle gesagt, boah, das ist die geilste Serie der Welt. Und ich habe aber nach, ich weiß nicht, ich habe mittendrin habe ich aufgehört, weil mir das einfach viel zu langweilig wurde. Und bei The Walking Dead haben auch alle gesagt, das ist so eine geile Serie. Wow, keine Ahnung was.
Und auch da habe ich mittendrin aufgehört, weil es einfach unfassbar langweilig wurde für mich. Ich denke so, da passiert doch nichts. Was finden die Leute alle so geil daran? Deshalb war ich da so bei Game of Thrones, da haben auch alle gesagt, das ist die geilste Serie der Welt. Und ich denke mir so, oh, ich weiß ja nicht. Aber bislang ist es okay. Also ich meine, es ist natürlich die erste Staffel. Ich weiß nicht, da kommt wahrscheinlich erst in der zweiten Staffel oder so irgendwie was Interessantes. I don't know. Aber bislang ist es okay. Ich habe noch nicht gesagt, oh, ist das langweilig? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dementsprechend werde ich da gleich weitergucken. Und ja, mir ist echt kalt, muss ich sagen. Scheiße, meine Hände sind echt eisig. Ich muss gleich mal die Heizung, das Gebläse ein bisschen aufdrehen. In der Hoffnung, dass es da was wärmer wird. Oh mein Gott, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich nur das Ende für meinen Vlog für diese Woche machen. Und da gucke ich jetzt gerade aus dem Fenster. Sorry übrigens für diese schlechten Lichtverhältnisse, weil ich habe hier nur meine Schreibtischlampe an. Aber es hat irgendwie so ganz geringfügig geschneit. Und ich muss mal gucken, ob man das sehen kann. Naja, man kann das nicht so gut sehen, aber es ist einfach alles weiß. Und es schneit immer noch, merke ich gerade. Und es ist nicht gerade wenig, was darunter gekommen ist. Scheiße. Gott verdammt, ich hasse Schnee. Ich mag Schnee nur in der Vorweihnachtszeit, um es mal festzuhalten, ja? Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Naja, okay, gut. Ich glaube, ich hätte mich gleich mal fertig machen, um mal gucken, ob da draußen was Schnee geschoben werden muss. Habe ich keinen Bock drauf, aber irgendjemand muss es ja tun und es ist Sonntag. Und dann habe ich es zumindest erstmal wieder hin für die Woche hinter mich so gebracht. You know? Gut. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, das war der Vlog für diese Woche. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Ne? Jede Woche dieses Jahr. Mal gucken.